Chicken muss mehr Gifte benutzen. Ja, gegen Untote, da war ja was. Yay, Wiederherstellung hat sich verbessert, endlich mal. 3000 Jahre später. Wie soll ich Wiederherstellung bloß auf 90 kriegen? Ey, guck mal, noch ein Rubin. Pfeile vergessen mitzunehmen. Warte nicht zu dritt? Wo ist der andere Kerl hin? Hat sich in Luft auf... Obwohl, da hinten liegt da. Und die Truhe hätte ich fast übersehen. Drei Dietriche, die ich einfach so ihrem Schicksal überlassen hätte. Diese grausame Welt. So grausam. So grausam. Kaiserlicher Helm. Ja. Nein. Doch, vielleicht. Wer weiß das schon? Ach, der Gang sieht wieder interessant aus. Aber hey, es ist offen. Sie hätten auch auf mich zurennen können. Was geht da die ganze Zeit bei mir hoch? Hm. Irgendwas anderes. Jona, sondern du! Ich zünd dich an! Siehst du das nicht? Mein Gegenstand ist nicht mehr genügend aufgeladen. Habe ich eigentlich noch irgendwelche... Ja, Seelensteine habe ich noch ein paar. Passt gut. Einer jetzt nur noch. Rubin! Das Spiel will mich wirklich mobben, ne? Armes kleines Chicken wird gemobbt. Und öffnet wieder leere Urnen. Gefäße. Vulkanglashelm habe ich schon. Hat man das gestohlen, richtig? Könnte ich den Vulkanglashelm, den ich gerade gefunden habe, mit einer guten Verzauberung verzaubern? Ja, sowas wie Bögen machen, 120% mehr Schaden. Endlich gehört der Schatz mir, nur mir allein.
Jo, ne? Toll, jetzt komme ich nicht an ihre Leiche dran. Doch, doch. Oder? Reicht das? Fuß! Jo! Zaubertränke hätte ich schon gerne gehabt, ne? Tja, sie wollte nicht teilen, also muss sie den Preis dafür bezahlen. Aber das lernen wir aus einer Legende. Nächstenliebe. Langen Gängen. Neue Wand. Was lernen wir diesmal? Tierfreundschaft? Okay. Ich dachte, ich bekomme das erst ein bisschen später. Also das war die Story mit dem Pferd, ne? Das auf einem verschneiten Schlachtfeld sein Leben für seinen Herrn gegeben hat. Und seine Seele. Und bla bla bla. Aber hey, jetzt kann ich die Zweiklinge zurückmobben. Ja. Warum aktiviere ich das Oma-Todeszeichen? Habe ich Auraflüstern eigentlich nicht drin? Ach, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Jo, ne? Sie wollte den Schatz verkaufen. Dann viel Spaß damit, die Drachenwand hier rauszuschleppen. Anfänger. Aber hey, der nächste Zweigling, der unter meine Augen kommt, wird leiden. Die Frage ist, wo ist der nächste Zweigling? Man weiß das schon, ich weiß es nicht. Ach, meine schöne neue Rüstung. So grün. Ich bin jetzt voll getarnt. Man wird mich finden. Ist das Bandit oder irgendwas anderes, was da vorne rumläuft? An Zeug. An Gesinde. Zum Wiederhin möchte ich schon recht. Die Frage ist, wie komme ich da hin? So, das war ein Hase, der so durch den Fluss geschwommen ist. Ich wollte schon sagen, Schlachterfisch.
Wir können natürlich auch in die Festung gehen. Aber sie ist abgeschlossen. Dann ignorieren wir die Festung einfach eiskalt. Ach, du warst das. Ja. Nein, ignorieren wir nicht. Könnte schon bestehen, aber... Ist da jemand? Oh. Wieso greift ihr mich an? Wusste ich doch, so, die greift den Typen da oben an. Wahre Not, gib nie klein bald. Ich liebe Herausforderungen. Sagen, wieso greifen die mich an? Ja, es reicht. Nein, es reicht eigentlich nicht. Ihr wollt zu den Nacht gehören. Geht doch eigentlich raus. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich komme auf jeden Fall hoch. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Wirklich? Zwei Hände, das will mir schon wieder nicht gefallen. Kämpfe ich hier an der Klippe. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch im Inneren. Genug! Klippencamper! Ich hab keine Mana mehr. Klippencamper, Klippencamper. Ich habe das Gefühl, ich werde Himmelsrand auch nicht lebend verlassen. Schnee, hier liegt Schnee. Ich liebe Herausforderungen. Wahre Not. Geb nie klein bei. Lärmlicher Schwächling. Glückstreffer! Ach, wirklich? Glückstreffer nimmst du das also? Also, ich würde das ja anders nennen. Trebers Wacht entdeckt. Na los, Iona! Schieß dich mit dem Seilfall hier hoch! Ja, die Ausbeute war ja nicht gerade so mager. Wo bleibt mein makelloser Saphir? Naja, aber ob Chick niemals ihren makellosen Saphir finden wird und vor allem ist im Archive, was für Öven, welche Fests braucht. Und was die Typen da hinten zu sagen haben, das erfahren wir alles in der nächsten Aufnahme. Es ist ja schon mal eine kleine freie Nacht. Und vor allem, wieso die da vorne campen. Also bis dann, ciao.